Mit mir stimmt was nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Es gab einen Streit. Ich stand ihren Plänen im Weg. Ich wurde festgehalten. Unter Drogen gesetzt. Wer ist das? Ich konnte entkommen. An mehr erinnere ich mich nicht. Ich muss Antworten finden. Pilot benötigt initiales Training. Automatische Assistenz wird aktiviert. Bitte warten. Assistenz? Ich schätze, ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Fangen wir damit an, auf Ziele zu schießen. Das klingt einfach.
rechten Ziele haben Schilde. Benutze zuerst den Pulslaser, um diese auszuschalten. Wenn die Schilde unten sind, kannst du mit der Gatling größeren Hüllenschaden zufügen. Okay, verstanden. Hallöchen Schokolad, willkommen. Verwende Raketen gegen die nächsten Ziele. Schalte ein Ziel auf, damit die Raketen es ansteuern können. Hallöchen, Lion. Hallo, willkommen dahin. Schön, dass du da bist. Sehr hektisches Spiel. Unruhig das ganze Teil. Thank you.
noch mal angespielt gerade, nur ich teste gerade nur, ob es auch spielbar ist, also ob man das auch spielen kann in einem LP oder sowas. Das geht mir ziemlich auf die Augen, das Teil. Ganz ehrlich. Und ich versuche nicht zu hektisch zu fliegen. Aber es ist korrekt. Steuerfett natürlich, mit Xbox Controller spiele ich gerade. Dass ich nicht weiß, dass ich jetzt meine Augen habe, die Augen lässt. Und das ist die Warnung bestimmt gut für. Aber ich spiele alles. Weißt du ja. Raketen gibt's keine, das ist doof. Keine Raketen gibt. Also nicht die, die ich haben will. Es scheint, als wärst du bereit für die nächste Stufe. Ich habe eine Sprungmarkierung erstellt. Visiere sie an, um den Orbit zu verlassen. Nach jedem Sprung muss dein Sprungantrieb abklingen. Sobald er für einen weiteren Sprung bereit ist, werde ich ein neues Ziel erstellen. Komm, ich nämlich klar stellen kann. Irgendwie komme ich so vor, als nicht, was nicht ganz okay ist mit. So, Effekte auf 80, Musik auf 60, wir machen Hintergrund laufen, 100 oder 90. So. Stellen. Für Sprung, Gott dank für Sprung. Jo, cool. Auf zur nächsten. Weg machen oder die viel kleiner da hinten mitnehmen. Okay, dann machen wir das mal. Wir sind mal angespielt kurz, nur gucken, was es ist. Oh, 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 oh. Wie du an deiner Treibstoffanzeige erkennen kannst, wurde bei dem Sprung eine beträchtliche Menge Treibstoff verbraucht. Du solltest versuchen, deinen Sprungantrieb vollständig aufzufüllen. In der Nähe ist ein Asteroid, der abgebaut werden kann. Schieße darauf, um Treibstoff zu extrahieren. Hallo und willkommen alle zusammen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gucken. Wir spielen gerade Everspace. Ich wollte eigentlich anders machen noch. Wir holen von Sony das. Nicht von Sony, von Sega. Dieses Weltraumspiel. Nicht The Long Journey Home. Das andere, was in der Richtung geht, mit Handel und sowas. Und dann bin ich auf das auch gestoßen. Dann dachte ich mir, Mensch, wenn du mal im Weltraum bist, dann machst du direkt alles mal durch. So ein Shooter und ein, naja, wie soll man sagen? Ein Adventure, Rollenspiel und Handelsspiel eher. So wie Starflight 1 und 2 damals. Das ist nicht das Spiel jetzt hier, sondern Long Journey Home. Das ist so eine Art wie Elite, nicht ganz so viel Action. Okay, jetzt geht weiter. Und wo ist denn das, wo ich hin muss? Hier. Die zerstören die Dinger, ne? Ne, okay. Ich muss mal schauen, wo es jetzt hergeht.